So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2 mit mir und dem Dominik. Hallöchen. Ja, 45 Kills, 1211 Munition verbraucht, ja, 6,5 Health Packs used, das sind ein paar. Morgen, Lara. Nachdem wir ein kleines Nickerchen gemacht haben, wurden wir hier wach und wo sind wir denn? Das ist natürlich das Erste, was wir erfahren möchten. Oh, Offshore Rig. Okay. Auf einer Plattform. Ja, das, okay, da kann ich nichts machen. Was da bedrohlich davor stehen. Ja. Okay. Aber irgendwas kann ich hier mitmachen. Haha. Okay. Wir sehen wenigstens endlich mal. Nein, nein, du bist blöd. Das ist zwar nicht, also das. So dumm habe ich mich nicht in Tomb Raider 1 angestellt, aber es ist nicht das Schlimmste, was in Tomb Raider 2 jemals mit mir passiert ist. Da gibt's deutlich Schlimmeres. Du warst in der Wand. Okay. Damit befreien wir uns aus unserer Zelle. Lara? Ich krieg hier einen Anfall. Ein Starrwettbewerb mit einer Kiste. Die Kiste hat gewonnen. Hä? Tür zu. Okay, ich bin maximal verwirrt. Ha. Bisschen stretchy. Was? Ich weiß nicht. Was möchtest du stretchen? Scratchen. So. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich auch nicht. Aber es wird schon schief gehen. So. Ich kann mir vorstellen, dass... Wenn ich hier... ganze Sichtfeld blockiere, dann brauche ich das hier nicht einmal dahinstellen. Und ich weiß nicht, was ich hier probiere. Verrat mich, wenn es fertig ist. Okay. Kacke. Ups. Alarm! Boah, Junge!
Alarm! Hi! Oh Gott! Das ist unfair. Wieso? Weil der schießt. Ah! Bist du blöd? Nein, er tut seinen Job. Wofür wird er bezahlt? Soll sich neu suchen. Ich glaube, dein größter Gegner sind gar nicht die zwei Typen, sondern die Umgebung. Das glaube ich auch. Definitiv die Umgebung. Okay, ich sollte erstmal meine Umgebung kennenlernen. Weißt du was, gehe ich hier hin? Ist mir doch egal, was die denken. Ah, cool. So, und da ich nicht in diesen Ventilator rein möchte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe da nicht so gute Erfahrungen mit Ventilatoren. Kann ich verstehen. Die sind auch immer so wendig. Ich find's immer rattenscharf. Pass auf. Lara. Die Alte ertrinkt mir jetzt. Du musst Lara echt mal beibringen, wie man wie man sich um die Ecke bringt. Also ich glaube, das habe ich in Venedig oft genug gemacht. Ja, schön in Venedig. Das ist aber nicht Venedig, mein Lieber. Da hast du recht. Okay. Ich hab gerade gespeichert, ne? Glaub ja. Gut. Hallöchen! Ah, jetzt sind wir hier draußen. Cool. Da gehen wir doch als erstes hin. Was haben wir hier? Aha. Was bringt mir jetzt? Ups. Sorry, Lara. Wofür ist das jetzt wichtig gewesen? Okay, verstehe ich jetzt nicht wirklich. Wer tut dies schon? Ich weiß nicht. Okay, ich glaube. Ich halte Mitarbeiter, aber das sind doch die einzigen. Das sind doch die einzigen, die mich so sehr hassen, dass sie mich bei jeder möglichen Gelegenheit versuchen zu bestrafen. Und dann haben sie noch zwei Turnfeuerspieler an dich gewidmet. Die ja bekanntermaßen deine Lieblingsspiele sind. Ich hasse. The Angel of Darkness. Und Chronicles. Ach ja, das existiert ja auch noch. Ja. Ich freue mich schon darauf, wenn du das Let's Playst. Ich weiß. Das wird eine. Okay, was? Halt wird ein Spaß. Lasst es mich euch sagen.
Es hätte ja funktionieren können. Also, wie sagt man so schön, hätte, hätte Fahrradkette. Ich lerne daraus auch nicht, ne? Okay. Auch im zweiten Versuch hätte es funktionieren können. Okay, was war das? Das war Levercrafts Kurs in wie man sich eine Gehirnerschütterung zuführen kann. Ah! Oh! Jedes Mal! Ich hab mich verschluckt. Ich wäre beinahe erstickt wegen diesem Spiel. Versucht der Mord, was es versucht. Ach ja, ich wollte noch was sagen zu dem. Ich hatte ja noch eine Frage bezüglich des Kurses mit der Gehirnerschütterung. Ist das dann ein Crashkurs? Ja. Danke. Okay. So, ich habe jetzt getrunken. Mich beruhigt. Und mich bin nicht erstickt. Hast du einen Arsch offen? Was geht denn bei dem ab? Das ist sein Job! Lass ihn doch mal seinen Job machen! Nee, er lässt mich auch nicht meinen Job machen! Ey! Du hast so einen Arsch offen! Als kein besonders guter. Oh, Scheiße! Aua! Hör auf! Such dir einen anderen Job! Such dir Freunde! Ja, da nicht. Findet der auch nicht. Ja, schießt der immer. Na, das ist ein Ding, ja. Nee, dahin soll ich nicht. Okay. Gut, komm. Gib mir nochmal einen Crashkurs. Oh. Herzinfarkt. Diesmal habe ich mir damit gerechnet. Ich auch und trotzdem hat es mich erschreckt, weil es so laut war. Okay. So, aber da die da hinten sind, kann ich jetzt. Wie gehst du? Kann ich einen Abdampfer machen? Schlimmer als jedes Horrorspiel! Jetzt fühlst du meinen Schmerz. Ah. Weißt du, da denkst du, da guckst du dich mal einmal kurz um und schon kommt ein Schlägertyp hier um die Ecke. Und das ist schon die ganze Zeit so. Das Spiel sucht inzwischen nur noch Ausreden, um mich zu verprügeln. Oder zu erschießen. Es versucht es nicht nur, es tut es sogar. Warte ab, wenn, sobald du... Du wirst angeschossen. Ich weiß, ich sehe ihn. Sobald du aus dem Wasser kommst... Das ist ein guter Schütze. Achso, der steht ja auch direkt an der Ecke. Das ist doch unfair, Mann. Ich hab doch keine Waffe. Hast du aber Waffeln? Das Ding ist durch ihn durchgegangen! Ich bin in die falsche Richtung gesprungen! Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder verprügelt werden. Bei Tomb Raider 2. Bis dann, haut rein und tschüss. Tschüss.